Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast für Sie gefunden. Es geht nämlich um die empirische Jenseitsforschung. Und ich möchte mit ihm darüber reden, weil er unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat in den letzten Jahren. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich für Sie da. So, lieber Franz Czulnik, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank, ja. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über YouTube-Kommentare, die mir gesagt haben, ich soll doch unbedingt mal mit dir zusammensitzen. Habe ich dann natürlich auch nachgeforscht. Du hast einen YouTube-Kanal und da drin kommentierst du ganz, ganz viele Berichte von Menschen, die etwas erlebt haben, vielleicht durch Nahtoderfahrung im Jenseits, was gespürt, gesehen haben. Und das hast du dokumentiert über Interviews. Mhm. Wie viele Interviews hast du da schon gemacht? Also ich habe etwa 150 Interviews gemacht. Ich habe sie nicht genau gezählt, die müssen Sie noch nachsehen. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Ich kommentiere die Interviews nie. Ich lasse die Menschen von ihren Erfahrungen berichten, mhm, und ich kommentiere sie nicht. Mhm. Weil jeder hat seine Erfahrung, jeder berichtet davon, was er erlebt hat. Und es ist nicht mein Ziel, das zu werten oder auszuwerten. Ich nehme das so entgegen und stelle es den über YouTube den Zuschauern zur Verfügung, damit sie sich selber ein Bild von diesen Dingen machen können. Noch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der YouTube-Kanal heißt einfach Franz Czulnik. Dann finden Sie das sofort. Der Name, wie man es richtig schreibt. Entschuldigung. Nein, der YouTube-Kanal heißt Empirische Jenseitsforschung. Ach, okay. Und ja. Empirische Jenseitsforschung. Genau. Gut, ja. Franz Czulnik. Ich habe es über deinen Namen gefunden. Auf jeden Fall. Das findet man auch. Aber dort findet man natürlich noch andere Kanäle. Mhm. Also ja, wenn man sich speziell für die empirischen Erfahrungen, also anders gesagt, in dem Kanal Empirische Jenseitsforschung interviewe ich Personen, die besondere Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ich habe noch einen Hobbykanal, der ist auch unter meinem Namen, aber der ist für die meisten nicht interessant. Ich mache noch Modellflug und so. Aber das, gut. Ja. Ja, okay. Wie bist du auf diese Leute eigentlich gekommen? Wie findest du diese Leute? Oder haben die dich gefunden? Oder wie funktioniert das? Ich muss da vielleicht etwas ausholen. Ich interessiere mich für die Thematik Jenseits und Leben nach dem Tode seit meiner Jugend. Und man ist mit dieser Thematik dann relativ alleine. Ich habe dann später ein Nachdiplomstudium gemacht und da kam das Thema auch soziale Medien. Und da kam mir die Idee, dass man solche Erfahrungen über die sozialen Medien den interessierten Menschen zugänglich machen kann. Also ich bin ja voll bei dir, weil ich finde das ein extrem wichtiges Thema, denn es nimmt die Angst vor dem Tod, ja, sowieso ein Thema, was wir eigentlich total verdrängen, statt offen damit umzugehen oder auch einen Tod vielleicht mal feiern zu können für den Wiederreinkarnation oder für den nächsten Lauf, wo es dann möglicherweise dann gibt. Ich finde, solche Jenseitsberichterstattungen, Nahtoderfahrung, haben immer irgendwie was gemeinsam. Und wenn man das alles so miteinander betrachtet, gibt es so ein kleines Bild von dem, was es sein könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass du da bist und einfach darüber erzählst, damit wir den Menschen auch sagen können, es gibt einen YouTube-Kanal, wo diese Kommentare, diese Berichterstattungen vorhanden sind und man einfach ein Gefühl dazu kriegt, was sein könnte. Aber nochmals, wie bist du auf diese 120, 150 Leute gestoßen? Zu Beginn habe ich Personen, wurde mir mündlich zugetragen, dass Personen eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Es gibt eigentlich zwei Personengruppen. Es gibt Menschen mit Nahtoderfahrung, die gerne von ihrer Erfahrung erzählen. Die wollen das, damit dass die anderen das hören. Und es gibt solche, die wollen das für sich behalten. Mhm. Und zu Beginn habe ich über das Hörensagen von Personen gehört. Und
habe sie angefragt, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Später habe ich dann auch im Internet etwas recherchiert und diese dann angeschrieben und gefragt, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Mhm. Und so hat sich das im Laufe der letzten 10 Jahre so entwickelt. Gibt es da irgendwo, wenn du da so zurückschaust, jetzt auf dieses ganze Werk, was du da erschaffen hast, an Feedbacks von Menschen, die solche Erlebnisse hatten, irgendwo so ein bisschen eine Übereinstimmung, wo man sagen muss, irgendwo sind irgendwo in diesem Bereich alle identisch? Also völlig identisch ist es nicht. Aber ich kann vielleicht ein Beispiel sagen von NATO-Erfahrungen. Also viele, die eine NATO-Erfahrung erlebt haben, erleben, wie sich ihr Geist vom irdischen Körper löst und sie sehen sich dann außerhalb. Viele begegnen auch vielleicht einer verstorbenen Person, also vielleicht war es der Großvater oder eine Verwandte, die sie in diesem außerkörperlichen Zustand begegnen. Viele erleben auch, dass sie in eine geistige Landschaft eintreten und sehen dort auch vielleicht verstorbene Verwandte oder Bekannte. Das ist eigentlich die Gemeinsamkeit, dass sie ihre Verstorbenen, dass sie verstorbene Personen sehen. Aber die ganze Thematik NATO-Erfahrung ist sehr gut erforscht. Es gibt ja solche Abläufe oder Phasen, die in Büchern deklariert worden sind, wie zum Beispiel von Moody oder Kübler-Ross. Aber man kann sagen, aufgrund von meiner Erfahrung ist es sehr individuell. Es läuft sozusagen nie nach diesen bekannten Schemen ab, sondern es sind vielleicht noch teilweise erleben die Personen solche Elemente, die in Büchern beschrieben sind. Das heißt, gewisse Personen erleben einen Tunnel, dass sie durch einen Tunnel gleiten, andere wieder nicht. Andere sind vielleicht nur bei einer Operation nur außerhalb des Körpers, ein paar Meter weg von ihrem Körper und sehen sich dann da von außen. Die verlassen diesen Raum dann nicht. Und andere gehen dann eher in jenseitige geistige Bereiche hinein. Bei der Jenseitsforschung ist es so, dass ja die NATO-Erfahrung nur ein Teil ist vom ganzen Spektrum. Also ich mache folgende Gruppierung. Also einerseits sind es die spirituellen Erfahrungen, die Personen machen. Das sind Menschen mit NATO-Erfahrungen oder Koma-Erfahrungen. Das sind wieder etwas anders. Und dann gibt es auch Personen, die außerkörperliche Erfahrungen machen, ohne dass sie verletzt wären oder teilweise passiert das ganz spontan, vielleicht in der Nacht stehen sie auf, drehen sich um und sehen sich da schlafen. Also das ist der Bereich von spirituellen Erfahrungen. Dann gibt es noch spirituelle Wahrnehmungen. Und hier ist es so, dass Personen Verstorbene sehen und wahrnehmen. Dann, also das passiert meistens besondere Träume sehen sie ihre verstorbenen Verwandten. Also ich finde gerade diesen Bereich im Traum jemanden zu sehen, das ist jetzt noch etwas, was glaube ich vielen von uns immer wieder mal passiert, oder? Dass man sich mit dem Vater unterwegs ist, irgendwo im Traum. Aber das ist auch etwas, was man dokumentieren kann als irgendwie eine Berührung zu einer anderen Welt. Meistens sind es solche Träume, die von den Personen nicht vergessen werden. Die sind so besonders, dass sie nicht mit einem üblichen Traum vergleichbar sind. Mhm.
Solche, es gibt solche, ja, die gehen wirklich in Haut und Knochen über. Ja. Genau, genau. Mhm. Ja, ich mache auch Interviews mit Personen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Das sind das bezeichne ich als Nachtodkontakte. Nachtod? Genau. Also wenn Personen ihre verstorbenen Verwandten wahrnehmen. Mhm. Wenn die Menschen so etwas erlebt haben, sich selbst gesehen haben im Bett liegen oder während der Operation, sind diese Menschen dann eigentlich noch dieselben wie vorher? Oder haben sie irgendwo durch jetzt ein ganz anderes Verständnis zum Leben bekommen? Also sehr viele Personen mit Nahtoderfahrungen haben nachher eine andere Einstellung zu leben. Sie haben einen Blick in das Jenseits werfen können und viele haben danach ihre Angst vor dem Tod verloren. Es gibt auch so, dass bei Nahtoderfahrungen die Personen nachträglich wie in einer Krise kommen, weil sie ihr Weltbild völlig auf den Kopf gestellt worden ist. Mhm. Und da müssen sie sich wieder neu, irgendwie wie neu finden, ihr neues Weltbild wieder etwas zusammensetzen, ja. Mhm. Gibt es jetzt gerade so einen Fall, wo du sagen musst, da stehen dir die Haare auf, alle zu Berge rauf, über die Geschichte, die du von einem von diesen vielen dokumentierten Fällen gehört und gesehen hast? Also man hört ja oder liest ja viel von sogenannten negativen Nahtoderfahrungen. Also meine Erfahrung ist, dass die allermeisten, also für vielleicht von diesen 150 Interviews habe ich etwa zwei Nahtoderfahrungen dokumentiert, die eher negativ gewesen ist. Aber das passiert meistens im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogenmissbrauch. Mhm. Da ist immer diese Thematik im Hintergrund, die dann zu einer negativen Nahtoderfahrung führen. Aber in allermeisten Fällen sind es positive Nahtoderfahrungen, die den Menschen, wo Menschen die Liebe erleben, die ihnen da von den jenseitigen Wesen entgegenkommt, ja. Wie steht so die Gesellschaft zu deinem Hobby, sage ich mal so, zu deiner Berufung, solche Sachen zu dokumentieren? Wie ist die Resonanz? Ich glaube, du bist ja auch schon im Schweizer Fernsehen gewesen. Ja. Mit solchen Berichterstattungen, wie wird das einfach so stehen gelassen, wertungsfrei, oder wird das bewertet, schlecht gemacht? Es gibt natürlich die stark religiösen Gruppen, die das natürlich grundsätzlich ablehnen und andere. Aber ich kümmere mich im Großen und Ganzen nicht darum, was für eine Meinung das über diese Thematik herrscht. Ich finde, es ist wichtig, das zu thematisieren, weil es jeden einzelne Person betrifft. Also jeder wird eines Tages sterben, jeder wird eines Tages ins Jenseits eintreten. Und es ist keine Lösung, diese Thematik einfach zu verdrängen. Und aus meiner Sicht ist es möglich, ein klares Jenseitsbild sich zu erarbeiten. Man muss aber sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und es ist nicht so, dass dass diese Thematik tabuisiert werden darf. Sehe ich auch so. Ich vermute jetzt mal einfach wieder mal die katholische Kirche, die das tabuisiert, oder das ganze Christentum. Aber wenn ich mich mit anderen Religionen beschäftige, sehe ich hier eigentlich nicht den großen Widerstand. Im Gegenteil, das wird ja auch zum Teil zelebriert, gelebt, gefeiert und. Also wie siehst du das? Also aus meiner Sicht hat die christliche Kirche den Gläubigen bis anhin ein sehr falsches und einseitiges Jenseitsbild vermittelt. Es wird auf einzelne Bibelstellen hingewiesen und der Gläubige bekommt also einen Eindruck von einem Himmel, da wird aber nicht näher beschrieben, und dann von einer Hölle und von Fegfeuer.
das sind alles Elemente, mit denen ein heutiger Mensch kaum mehr etwas anfangen kann. Und das Resultat ist dann, dass er dann die ganze Thematik ablehnt und sich davon abwendet. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, weil jeder wird eines Tages mit dieser Thematik sich einmal auseinandersetzen müssen, ob er will oder nicht. Mhm. Ja. Also, ich muss vielleicht noch etwas ergänzen, das ich vorher vergessen habe. Der Kanal heißt ja empirische Jenseitsforschung und diese Forschung umfasst eigentlich 5 Bereiche. Das erste sind die spirituellen Wahrnehmungen oder nein, die spirituellen Erfahrungen. Und dazu gehört diese Nahtoderfahrungen und außerkörperliche Erfahrungen. Dann die spirituellen Wahrnehmungen. Das sind solche Dinge wie Sehen von Verstorbenen, vielleicht Erinnerungen an ein früheres Leben, an Déjà-vu, das man gehabt hat, wo man gesagt hat, ich war noch nie da, aber ich kenne diese Umgebung. Das sind solche Wahrnehmungen, die vielleicht einen Bezug haben zu einem früheren Leben. Dann der dritte Punkt sind die sogenannten Geistwirkungen. Man hört ja immer wieder von besonderen Heilungen, von Geistheilungen, man hört von medialen Mitteilungen. Das ist der ganze Block, wo die jenseitige Welt, also die Geistwesen, eine Einwirkung haben auf diese materielle Welt, auf die Menschen. Also wenn jemand ganz besondere oder unerklärte Heilung erlebt hat, kann man vielleicht davon ausgehen, dass die geistige Welt hier eine gewirkt hat. Dann der vierte Punkt, das sind die die Menschheitsgeschichte. Wenn man in der Menschheitsgeschichte zurückblickt, mit all diesen Kulturen, die hatten ihre Propheten und diese Propheten oder aus diesen entstandenen Religionen, und das hat einen enormen Einfluss auf die Menschheitsgeschichte. Wenn man denkt, die islamische Welt ist vom Propheten Mohammed, da kann man sehen, er hat einen Geist gesehen, hat diese Religion vermittelt bekommen. Im Alten Testament waren es die Propheten, die das Volk belehrt haben. Also das heißt, die geistige Welt hat eine enorme, riesige Auswirkung auf die Menschheitsgeschichte genommen, wenn man zurückblickt. Und das müsste man vielleicht auch noch besser erforschen, was für eine Wirkung das auf die Menschen gehabt hat. Hm. Dann der fünfte Punkt ist die irdische Schöpfung. Wenn man diese Schöpfung betrachtet, dann wird immer da deklariert, ja, das ist ein Zufall, das ist Evolution, das ist per Zufall entstanden. Und das ist aus meiner Sicht völlig widersinnig. Wenn ich jetzt sagen würde, hier ist das Geld, das sind 20 Mann und ihr sollt mir ein Haus bauen. Dann werden diese sagen, und wo ist der Plan, oder? Ohne Plan ist nichts möglich. Und diese irdische Schöpfung ist so komplex und so alles so zusammenhängend. Und hier zu behaupten, das wäre alles aus einem Zufall entstanden, das ist eigentlich völlig absurd, wenn man das ganz genau überdenkt. Das ist ein völliger Irrsinn und das wird den Leuten vermittelt, die Leute glauben das. Und es gibt keine andere Lösung, als dass die geistige Welt hier den Plan gemacht hat und diese Dinge so entstanden sind, nur so entstanden konnten, weil ein geistiger Plan schon vorhanden war. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen.
Ich sehe das auch so, je mehr man sich mit der Erde beschäftigt, mit der Luft, mit dem Sauerstoff, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Mensch an für sich, auch diese ganzen Bakterienstämme, die in uns drin eigentlich uns überhaupt das Leben einhauchen, je mehr, als man ein bisschen vermutet zu wissen, desto mehr erkennt man eigentlich, wie wenig wir wissen und wie Demut eigentlich in uns aufkommen muss, dass so etwas überhaupt funktioniert oder erschaffen worden konnte. Also ich denke, da der Zufall können wir echt ausschließen. Aber wenn man weiß, wie die Wissenschaft arbeitet, ist es ja verständlich, dass sie eigentlich nur den Zufall letztendlich hinstellen können, weil sie ja an solche Sachen ja gar nicht glauben können, weil es geht ja nicht um Glauben. Wissenschaft muss etwas beweisen, reproduzierbar, geht nicht. Also es ist Zufall. Ja. Und schade, aber es ist ja eigentlich nur die Wissenschaft und im katholischen Bereich. Ansonsten ist die Welt noch viel größer als auf diesen zwei Säulen aufgebaut. Und da sieht es ja ganz anders aus. Ja, also das sind einfach diese fünf erwähnten Bereiche, die zusammen ein System oder ein Gerüst sind, um auch diese geistige und jenseitige Welt zu erforschen. Das sind für mich so solche diese fünf Aspekte, die zusammengehören. Weil die irdische Schöpfung, früher hat man noch geglaubt, dass das ein göttliches Werk ist. Und heute behaupten die Wissenschaftler, ja, das ist ein Zufall, aber das kann nicht sein. Also wir sind wir sind in diesen Dingen immer noch in einem Anfang, da gibt es noch sehr viel zu entdecken und auch wenn man hier ernsthafter forscht, dann wird man auch den jenseitigen geistigen Bereich besser entdecken können den Menschen glaubhaft vermitteln können, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es der Geist ist, der das Leben hier gestaltet und dass dieser Geist nach seinem Tod dann wieder in eine geistige Welt eintritt. Das erleben ja diese Menschen mit diesen Nahtoderfahrungen. Sie kommen in eine jenseitige Welt. Sie erleben eine unglaubliche Erleichterung und Freiheit, dass sie von diesem schweren irdischen Körper sich lösen konnten. Und es ist für die meisten wieder eine Qual, wieder zurückkehren zu müssen. Sie erleben da eine sehr große Enge, in die sie da wieder hineinkommen. Viele berichten auch, dass sie, als sie außerhalb des Körpers waren, einen enormen, großen Wissens also das Verständnis, ein viel größeres Verständnis für all die Zusammenhänge gehabt haben. Und als sie wieder zurückkehrten in den irdischen Körper, dass da wieder alles wieder wie vernebelt worden. Sie konnten diese Erkenntnisse, die sie dort erlebt haben, nicht mitnehmen in diese irdische Verdichtung. Du beschäftigst dich jetzt schon lange damit, hast du gesagt, so in den jungen Jahren hast du angefangen, hast du selbst so ein Erlebnis gehabt, das dich damit geprägt hat? Nein, ich selber habe kein Erlebnis gehabt. Aber die Thematik hat mich schon seit frühen Jahren interessiert und ich wollte mich mit dem etwas näher auseinandersetzen. Du glaubst jetzt eigentlich auch daran, dass letztendlich eine Reinkarnation da ist, dass unsere Seele aus dem Körper irgendwann austritt, als geistiges Wesen da ist und vielleicht irgendwann wieder reinkarniert? Ich bin davon überzeugt. Also meine Weltsicht ist so, dass diese Welt wie die Funktion einer Schule hat. Man bekommt auf diese Welt mit all ihren Sorgen und Problemen, um sich geistig zu schulen und weiterentwickeln. Man wird so lange wieder auf diese Welt kommen, bis man es nicht mehr nötig hat. Aber das ist nicht meine Idee, nicht meine Erfindung. Das gibt es auch diese Denkhaltung gab es schon im frühen christlichen der frühen Christenheit. Also Origenes war zum Beispiel, er war einer
der größten Theologen der christlichen Frühzeit. Er hat gelehrt, dass man auf dieser Welt quasi so lange wieder geboren wird, bis man diese irdische Stufe, diese Schule da, diese Schulklassen absolviert hat und wieder in die geistige Welt zurückkehrt. Und nicht mehr, dann es nicht mehr nötig hat, wieder auf diese Welt zurückzukommen. Weil diese Welt ist eigentlich nur eine, die gröbste Verdichtungsstufe von allen Welten. Auf dieser Welt ist ja alles nur auf eine gewisse Zeit haltbar und zerfällt dann nachher wieder. Also unser Körper hat ja auch eine gewisse, die bestimmte Lebensdauer. Und in der geistigen Welt fallen auch diese Einschränkungen dann wieder weg. Ja, ich sehe das auch so, dass wir wirklich lernen dürfen, hier die Dualität in die Polarität zu wandeln und ein bisschen ein anderes Weltbild zu bekommen und diese Gesetzmäßigkeiten zu leben. Ja, aber es ist diese Erfahrung auf dieser Welt, das ist wirklich eine Schule, man lernt viel, man muss quasi auch das schätzen. Also ich beziehe mich wieder auf diese Person mit NATO-Erfahrung. Vielen wurde gesagt, es ist zu früh für dich, du musst wieder zurück, du hast noch deine Aufgabe. Und dann wird vielfach in Kommentaren die Frage gestellt, ja, was ist denn meine Aufgabe auf diesem, in diesem Leben? Ich glaube, man kann das ganz einfach beantworten. Das Leben selbst ist anspruchsvoll genug als Aufgabe. Da braucht es nicht nur irgendwelche spezielle Aufgaben, die man da zusätzlich haben muss. Was ich immer wieder auch feststelle, vielleicht das noch eine letzte Frage, ist, dass wenn Menschen so berührt werden von Energien, von Informationen oder dass sie entweder wirklich voll in die Demut kommen, auch wirklich eine tiefe Spiritualität in ihnen erwächst. Und auf der anderen Seite sehe ich aber dann auch Leute, die dann den Boden unter den Füßen verlieren und meinen, es sei die neue Reinkarnation von Jesus, wo man wirklich, es ist ja auch schwer, wenn man berührt wird, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Hast du mit solchen Menschen auch schon festgestellt, dass du da, der ist jetzt vielleicht doch ein bisschen gar abgehoben mit seinen Erfahrungen, oder? Ja, also aus meiner Sicht hat, also ich habe schon Personen erlebt, die dann sich da berufen fühlten, irgendwelche, ja, dass sie sich vielleicht da etwas als Besonderes betrachtet haben nach solcher Erfahrung, aber das ist es nicht. Vor Gott sind alle Personen gleich und wir sind hier auf dieser Welt, um uns weiterzuentwickeln und uns gegenseitig dabei zu unterstützen. Aber dass da irgendwie eine besondere Erleuchtung dann, dass man sich besonders auserwählt fühlt, das, ja, ich glaube, das ist der falsche Weg. Das Ziel ist, dass alle diese Schule erfolgreich abschließen können. Ja. Und wir vor unserer eigenen Türe kehren und nicht so viel bewerten, nach außen gerichtet. Genau. Ja. Sehe ich auch so. So ist jeder Mensch auf dem Weg und wenn er grobe Fehler macht, dann wird er das zu spüren bekommen in Form von Folgen. Also wenn wir unsere Hand ins Feuer halten, verbrennen wir uns. Klar. Und hat da jeder seine eigene, seine eigene Erfahrung daraus zu ziehen. Ja, die Ursache, die wir setzen, haben irgendwo eine Wirkung. Genau. Ja. So. Lieber Franz, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview. War sehr interessant und aufschlussreich. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich einfach den wertvollen Hinweis geben, wenn Sie sich mit dieser Thematik ein bisschen mehr beschäftigen und weiter beschäftigen wollen, dann gehen Sie einfach auf diesen YouTube-Kanal und hören Sie sich einfach mal diese unzählig vielen Geschichten an, die die Menschen berichtet haben, erlebt haben, gespürt haben, wahrgenommen haben und versuchen sich da einfach ein anderes Bild zu machen.
eine andere Sichtweise anzunehmen und einfach in ihr Leben zu integrieren. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, dringendst empfehlen. Ich finde einfach, wenn man uns jetzt noch mit diesen Situationen und Gegebenheiten auseinandersetzen, desto besser und größer wird unsere Sichtweise und auch die Angst vor dem Tod zum Beispiel können wir hoffentlich dann auch fallen lassen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Danke, lieber Franz. War mir eine Ehre und große Freude. Vielen Dank, und danke für dein Wirken und für die Zukunft wirklich alles, alles Gute. Vielen Dank. Und wenn jetzt Menschen zuschauen, die solche Erfahrungen haben, dann dürfen sie sich bei dir melden. Selbstverständlich, ja. Würde mich freuen. Also, ja, je mehr Menschen davon berichten, desto mehr kann man sich davon ein besseres Bild davon machen, für diesen geistigen Ding. Genau. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.